Hallo, Roulots und Rouladies und alle anderen. Wir sind immer noch hier bei Arese, die ihre Tagesaufgaben machen muss. Und ich hoffe, das Üben habe ich abgebrochen und habe gesagt, ich glaube, das Üben ist nicht die Tagesaufgabe, ne? Man muss so richtig was mixen lassen. Nicht Getränke mixen üben, sondern Getränke mixen. Auf jeden Fall macht das jetzt. Mal gucken, ob das dann fertig wird. Ja, und ansonsten ist im Moment nur noch Are wach, der. Oh, abgeschlossen. Yeah, fein. Schön gemacht, Aresi. Rabatt. Kannst du selber trinken, wenn du magst. Sonst nur noch Are wachen. Are spielt Schach für seine Tagesaufgabe und er hatte ja blau gemacht gestern. Unverschämtheit. Jetzt muss er dafür wenigstens seine Tagesaufgabe erledigen. Oh, Aresi streckt sich. Na, wie geht's dir? Aresi macht sich ein Rührei. Und kein und nicht trinkt ihr eigenes Getränk, was ich gemacht habe, nicht. Okay, kein Alkohol also. Unsere kaputte Musikanlage fällt mir dabei gerade ein. Kann man. Elektronisch Batze könnte es reparieren. Oder wir ersetzen sie einfach ersetzen. 145, ja, was soll's. Damit. Können die Fliegen wieder schön Musik hören. Und ich guck gerade mal, Aresi hat doch ein Osterei gefunden. Das hier. Das ist das. Ja. Also verkaufen. Ja. Das wollen wir auch verkaufen nehmen. Hallo, Müll. Verkaufen. Ja. Dann verkaufen. Und. Oh, eine einzelne Glockenblume. Warum nicht? Weg damit. Schön. Ja. Kriegt das in das Rührei? Sollte sie schaffen, oder? Ja, und wir haben wieder zwei Müll. Oh, drei. Mist. Die Müllgeister waren wieder da und haben uns Haufen in die Bude gesetzt. Wir haben drei Müllhaufen jetzt hier in der Küche. Und der Herd ist kaputt gegangen. Echt? Ach, Mist. Toll, Aresi. Super gemacht. Was? Was denn aromatisieren? Aromatisieren ist reparieren. Was? Okay, wir haben jetzt einen aromatischen Herd, aber er ist immer noch kaputt. Aber wie sieht's aus mit deinem Tagesdingens? Schachspielen abgeschlossen. Ja, komm, dann reparier mal konzentriert das Ding hier. So schön. Ja, Joy bis Snurps. Genau, würde ich auch sagen. Komm, Are, auf geht's. Vor noch mit Aresi plant. Nein, aus. Ach so, Aresi wollte mitspielen. Oh, das ist. Ja, tut mir leid. Wir haben einen aromatisierten Herd. Ich habe keine Ahnung von Herden. Ist das gut, wenn der jetzt aromatisiert ist? Reparier unseren aromatisierten Herd, bitte. Bitte krieg keinen Schlag. Hat Are eigentlich diese komischen, hat Are. Ich weiß immer noch nicht, was das sein soll, wofür man die benutzt. Are hat 31 davon schon. Ich weiß immer noch nicht, wozu die Dinger gut sind. Tuning-Teile. Are hat Tuning-Teile. Kann aber nichts. Also die Tuning-Teile scheinen für den Herd nicht da zu sein. So, er hat's wieder heil. Hast du schön gemacht, Are, ohne Schock zu kriegen. Und macht sich einen feinen Salat. Schön. Ja, und Areses Rührei könntest du dir ja weitermachen. Moment mal gerade, wer joggt denn da draußen? Niemand, den wir kennen? Nein, Fremder. Einer von den Landgrabs. Sind das nicht die Leute, ist das nicht der Strom? Ist das nicht diese Stromfirma? Also die den Stromwerke, bla. Egal. Ich meine, wenn einem der Strom abgestellt wird, sind das immer die Landgrabwerke. Lass es schmecken, aber. Ja, Jatzebu. Okay, Arise geht erstmal auf Klo. Dara denkt sich,
Ja, soll sie mal gehen. Aare ist sein leckeres Essen. Mima ist wach. Mima hat Würstchen grillt. Oh, Mima probiert den Grill aus. Yeah! Gott, und Flip wieder völlig aus dabei. Bitte fackel hier nichts ab. Ja, ich hatte ihn doch einen Grill gekauft. Wie man erst hier den Grill ausprobiert. Allerdings, die Würstchen lassen wir natürlich nicht essen wegen Figuren und so. Und ihren Cholesterinwerten. Oh Gott, wo rennt sie jetzt hin, um die hinzustellen? Wir müssen da noch einen Tisch hinstellen. Mima stellt die Würstchen da oben hin. Warum nicht? Und ja, lassen wir sie erstmal stehen. Was soll's? Oh, Mima ist inspiriert. Ha! Das passt. Und sie will sowieso Gemälde malen. Wir müssen für ihre Tagesaufgaben muss sie doch sowieso ein Gemälde malen. Ja. Okay, dann los. Wir malen ein impressionistisch abstrakt. Wir malen mal ein klassisches. Und inspiriert sein zwei Malen und nach Vollzahlen. Nee, wir möchten mal wieder ein klassisches. Und zwar ein großes klassisches Gemälde. Auf geht's, Mima. Fein, sehr schön. Sehr schön. Und jetzt geht's dir direkt wieder schlecht. Hunger. Wird ausgehungert in 20 Stunden. So, wir hätten hier also Würstchen stehen, die aber eigentlich keiner essen darf, damit sie nicht wieder all so dick werden. Und die wegschmeißen? Qualität ausgezeichnet. Yeah, wie man versteht was von Würstchen. Entschuldigung. Ja, von wegen. Da geht's nämlich schon los hier. Nee. Aresi will direkt an die Würstchen ran. Vergiss es, wir haben hier oben keinen Mülleimer, oder? Ich muss mehr Mülleimer in die Stockwerke bauen. Weg damit. So. Entschuldigung, Aresi, aber das wäre gar nicht gut für deine Cholesterinspiegelwerte, bla. Wo sind die Würstchen hin? Eben standen sie noch hier. Ich hätte schwören können, ja, waren sie. Wir haben Geister im Haus. Mir doch egal, dann rede ich eben mit meiner Freundin der Palme. Mit der hatte Aresi sich ja auch schon angefreundet. Hoffentlich ist die nicht auch verschwunden. Nein, die Palme ist bestimmt da, Aresi. Aresi möchte wieder mit Pflanzen reden, das ist schön. Und Mima malt mal schön weiter. Tagesaufgabe erledigen. Fein. Aare, was machst du denn? Aare geht konzentriert ins Bett. Aber in 6 Stunden, dann in 6 Stunden gehst du aber dann brav zur Arbeit, ne? Nicht schon wieder blau machen. Achso, er macht auch nur ein Nickerchen, alles klar. Ganz in Ordnung. Okay, und Aresi ist wieder mal glücklich und redet mit ihren Freunden den Pflanzen. Das habe ich sie nur einmal machen lassen, seitdem macht das immer freiwillig. Ich hätte gedacht, dass ihr das euch einen Spaß macht. Ja, warum nicht? Schön. Und Tagesaufgabe ist auch alles fertig. Aresi müssen wir uns nicht mehr drum kümmern. Sehr schön. Oh, das viele Reden hat die müde gemacht. Sie geht schlafen. Nickerchen? Nee, richtig schlafen. Okay. So. Ah, wie schön. Guck mal da. Die Mona Mima. Versteht ihr? Weil Mima das ja malt. Mona Mima oder die Mima Lisa. Nee, das ist doof. Mit M ist besser. Die Mona Mima. Schön hast du es gemacht. Fein. Oh, was jetzt wieder? Veggie Burger. Okay, das dürfen sie auch essen. Fein. Hier vegetarisch, das ist gesund. Mima hat Spaß am Grillen. Bitte fackel die Bude nicht ab. Wer joggt da unten? Niemand von uns. Weil ich weiß nicht, ob hier draußen, also ob hier überhaupt der Feueralarm angeht, und auch nicht, ob hier die Sprenkelanlage funktioniert ja nur, wenn ein Dach drüber ist. Also hier gibt's draußen, gibt's hier keine Sprenkelanlage, weil hier ist ja kein Dach drüber, ne? Wilder, versteht ihr? Was passiert, wenn es hier brennt? Da muss so einer mit dem Feuerlöscher kommen und löschen, ansonsten brennt es immer weiter oder so. Man weiß es nicht. Nein, runter, Stockwerk. Nein, noch, wo ist sie denn? Achso, anscheinend, also solange man da nicht einen Tisch in die Nähe stellen wird, Essen, das gemacht wird, dann wohl immer hier abgesetzt.
Okay. Ja, guck da, wann darfst du dir was nehmen? Hm, lecker, guck mal da. Yum, 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 yum. Wie schön, Mima hat die Mona Mima gemalt. Ja, da hätten wir auch schon direkt den Titel für das Gemälde. Sehr schön. Ja, jetzt ist erstmal was. Und im Zimmer vor ihren Skizzen. Die Plü lästert auch immer so über die Skizzen. Plü hat auch keine Ahnung von Kunst. Ding, oh Lala ist wach. Lala badet, Lala geht sogar mal ganz gut. Lala müsste trainieren. Heute hat sie sogar frei, den ganzen Tag. Also wenn sie fertig mit Baden ist, lassen wir sie mal trainieren gehen. Ja. Oh, Batzel ist wach. Spielt konzentriert Schach. Wie sieht es mit deiner Tagesaufgabe aus? Programmieren. Also im Moment ist mir wichtig, die müssen halt dringend befördert werden, dass wir mehr Geld verdienen. Darum quäle ich sie im Moment. Im Moment geht es nur darum, dass alle ihre Tagesaufgaben erledigen und möglichst gut befördert werden, schnell befördert werden. Programmieren, programmieren. Oh, konzentriert geht das sogar besser. Fein, ja, dann mach mal. Ach so, wir wollen, was wollen wir denn programmieren? Einfach nur programmieren. Üben, hacken. Virus programmieren. Weiter Plugin programmieren. Hat das, ja, dann freiberufliche Arbeit beginnen. Programmier weiter das Plugin. Nein, spiel nicht im Müll. Er hat anscheinend angefangen, ein Plugin zu programmieren. Zählt das dann zur Tagesaufgabe? Wir werden sehen. Aha, wer sitzt denn da allein an der Bar, weil das ohne Alkohol nicht mehr aushält? Are. Oh, das hatte Arisi doch gemixt. Are hat's leer getrunken. Sehr schön. Und gleich muss er zur Arbeit gehen. Vorher noch programmieren, bitte. Lala. Lala bat immer noch. Lala, lass mal gleich ein bisschen Dauerlauf machen. Was macht Mima denn da? Achso, Mima wäscht das Geschirr. Ihren Veggie-Burger-Dings da. Und ich glaube, sie muss mal auf Klo, wa? Ja, dann geh gleich mal. Haares glücklich. Ja, was so ein bisschen Alkohol doch bewirken kann. Und an. Ja, Aro muss auch nichts machen. 3 Stunden muss er bei der Arbeit sein. Ja, das ist doch gut. Oh, Lala geht's auf einmal nicht mehr gut. Was ist los mit dir, Lala? Aha, Lala und Plü vor Mimas Skizzen. Wird bestimmt wieder drüber gelästert. Oh, wie süß. Und das Essen stinkt nicht, Plü stinkt so. Nicht die besten Voraussetzungen, Plü. Einfach zauberhaft, diese Skizzen. Wieso weiter vorsitzen? Lockere Unterhaltung. Yeah, auf geht's. Aha, Plü denkt mal wieder an die üblichen Fesselspielchen. Und auf geht's. Okay, Lala fängt an, über Tiere zu sprechen. Warum nicht? Ja, ein Frosch, den würde ich küssen, dann würden wir in einem wunderschönen Schloss leben. Find Plü wohl total langweilig und da geht er weg. Aber immerhin haben sie sich gut verstanden. Also sie haben sich nicht gestritten, das ist schon mal. Und wieder in Mimas Badewanne. Warum nicht? Mimas Zimmer scheint sehr beliebt zu sein bei allen. Ansehen. Okay, mal sehen, was Lala dazu sagt. Wie lästert ihr mal drüber? Na, was meinst du zu den Skizzen? Schön? Na, ich glaube, ihr Veggie-Burger gefällt ihr mehr. Mann, ist die angespannt. Braucht Vergnügen, ja. Ja, nebenan wäre direkt Plü in der Wanne. Das Vergnügen ist direkt nebenan in der Wanne, Lala. Hey, Yipsi! Er wartet schon. Ich glaube nicht, dass Lala das wird, macht sie bestimmt nicht. Angeln sie dir nochmal lesen. Ja, Lala, das ist alles schön gut, aber du musst trainieren. Wir lassen sie laufen, sie muss nicht boxen. Training. Oh, Ausdauerlauf, was wohl zählt. Ausdauerlauf zählt nicht zum Trainieren, ne? Lala, du musst trainieren.
tut mir leid. Mann, ist hier was los. Okay, Are rennt Mima nach. Oh, guck, er guckt das die ganze Zeit an. Ja, Schätzchen, ich gehe mal vor. Ich weiß sowieso, wo du hin willst. Mein Gott, das ist ein Berg von. Das ist ja irre. Oh, danke schön, Mima. Wie, aber. Und der Rest? Achso, der Rest muss abgespielt werden. Okay. Mein Gott, Lala ist wieder völlig fertig. Eine Sekunde auf dem Laufband. Und schon kann sie nicht mehr. Nee, sie läuft noch schön. Und verspielt sie es glücklich. Schön. Nix los unten auf dem Spielplatz. Ist er gerade gestolpert? Vorsichtig, Lala, vorsichtig. Brech dir nix. Mit Mima plaudern. Mima will jetzt ausgerechnet mit Lala plaudern, wo Lala am Trainieren ist. Kann Lala dann weiter trainieren? Die können miteinander reden, während Lala trainiert, ne? Das geht. Oh, Wannekabord. Ist die Schwanne kaputt. Ersetzen. Are, willst du mal zur Arbeit gehen? Reparier bevor. Nee, Are, wir lassen Are zur Arbeit gehen. Ersetzen wir den Mist hier halt mal. Ach, Are könnte so schön konzentriert reparieren jetzt. Aber er muss zur Arbeit. Ersetzen. 125 geht ja noch. Oder geht Plü? Wo will Plü denn hin? Mann, was müsst ihr euch denn jetzt hier alle? Lasst Lala in Ruhe trainieren. Was hängen denn jetzt alle hier rum? Ach, warum nicht? Lala, super. Ui, war das eine Umarmung? Sag mal, stimmt das eigentlich, dass du ein Privatjet hast? Gott, niemand glaubt das. Ja, klar, Schätzchen, ich nehme dich mit, wohin du willst. Lala ist ja mal übel auf die Fresse geflogen gerade. Mann, Lala. Oh Mann. Aber Lala, ist Lala denn fertig geworden mit ihrer Tagesaufgabe? Das ging viel zu schnell. 50% erst erledigt. Mann, von wegen. Pudding Quatsch. Training an. Nee, nicht an die Grenzen. Ach, mein Gott. Nein, nicht an die Grenzen. Dann verletzt sie sich und kann ein Jahr lang nicht mehr trainieren oder so. Ja, toll. Ich würde sagen, Plü ist das alles schuld. Ich gebe einfach Plü die Schuld. Für alles, was hier passiert ist. Mist. Lala will unbedingt dieses Buch lesen. Sah aber lustig aus, wie sie da vom Laufband gefallen ist. Arme Lala. Total lustiges Buch. Das ist ein Sachbuch, Lala. Sind da Bilder drin? Naja, Lala kann sich anscheinend auch mit Sachbüchern amüsieren, warum nicht? Oder auch nicht mehr. Oh, jetzt wird ein bisschen Musik gehört. Mit Buch. Ja, das ist eine Tür. Die muss man auch machen, wenn man da durch will. Jetzt hat sie es. Oh, vielleicht will sie den Müllfliegen was vorlesen. Dabei Musik hören, warum nicht? Okay, das war kurz. Na gut, machen wir hier Ende. Macht's gut, aber nicht so oft. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.